En este lugar de paz vamos a dar comienzo a esta ceremonia de homenaje al capitán de navío Hans Langsdorff, comandante del Panzerschiff Admiral Graf Spee. Va a hacer uso de la palabra el doctor Rüdiger Neden. Y posteriormente yo voy a traducir al castellano su discurso. Liebe Kameraden des Panzerschiffes Admiral Graf Spee, wir, Inge und ich, möchten euch heute hier ganz besonders herzlich begrüßen, insbesondere wenn ihr so vor uns steht, 90 Jahre und älter. Gleichermaßen und nicht minder herzlich begrüße ich die Spee-Jugend, die hier zusammengekommen ist auf Initiative von Elisabeth Schneider. Wir stehen hier 70 Jahre nach der Schlacht am Rio de la Plata sowie den Tagen des erfolglosen Ringens in Montevideo am Grab unseres Vaters und Schwiegervaters. Sein beispielgebender, wie ebenso beispielloser Entschluss am Beginn des Zweiten Weltkrieges, sein Schiff zu sprengen und sein Schicksal mit dem Schiff zu verbinden, entsprechend alter Marinetradition, führte zur Rettung von über 1000 Marinesoldaten, nicht nur auf deutscher, sondern auch auf englischer Seite. Seine Besatzung war ihm auf der viermonatigen Kaperfahrt ganz besonders ans Herz gewachsen. Das schrieb er in den Abschiedsbriefen an seine Familie, geschrieben am 17. Dezember 1939 in Montevideo. Bei der bewegenden Feier zum 40. Jahrestag hat Kurt Diggins, seinerzeit Oberleutnant und Adjutant von Hans Langsdorff, später Kapitän zur See der jungen deutschen Marine, hier am Grab gesagt, ich zitiere verkürzt: Hans Langsdorff, Ruhe in Frieden, in unserem Herzen aber lebst du fort. Ihr, liebe Kameraden, habt dieses Gelöbnis bis heute eingehalten. So haben wir es euch zu verdanken, dass wir mit euch und all den Gästen im Gedenken vereint sind. Wir begehen keine Siegesfeier. Wir wollen aber nicht nur trauern. In einer bemerkenswerten Rede hat Dr. Karl Theodor zu Guttenberg, heute Verteidigungsminister unseres Landes, an der Hinrichtungsstelle Plötzensee in diesem Jahr gesagt, da wo viele Widerstandskämpfer 1944 hingerichtet wurden, dies sei ja wahrlich ein schrecklicher Ort, aber es sei Hoffnung von dort ausgegangen. So hat auch die Tat von Hans Langsdorff Hoffnung geboren, nicht nur für die Mitglieder seiner Besatzung, nein auch für die große Zahl der Besatzungsmitglieder der gegnerischen britischen Schiffe, was heute in Großbritannien dankbar anerkannt wird. Inge konnte mit ihrer Mutter dank eurer Einladung bereits 1954 Argentinien besuchen. Es waren damals die vielen jungen Familien mit ihren kleinen Kindern, die Ruth Langsdorff trotz allem Leid ein Gefühl der Genugtuung und der Freude geben konnten.
Auch wir haben eure Dankbarkeit und herzliche Freundschaft in Argentinien, in Deutschland und auch anderswo erleben dürfen und wir danken euch dafür. Meine Damen und Herren, liebe Spielfamilie, wer war Hans Langsdorff? Er war nicht nur der Kapitän des Pantherschiffes Admiral Graf Spee, er war der junge Seeoffizier der kaiserlichen Marine im Ersten Krieg. Er war der in verantwortlichen Positionen eingesetzte Offizier in der dann längsten Zeit der Deutschen Republik und erst dann der Offizier der Kriegsmarine. Über sein Tun hat er sich und seiner Familie über all die Zeit in Briefen Rechenschaft abgelegt. Und auf diesen Briefen aufbauend hoffen wir auf eine Biografie von Hans Langsdorff, die den ganzen Mann darstellen wird. Wir als Familie können mit Gewissheit feststellen, dass Hans Langsdorff seinem Verständnis von Verantwortung gerecht geworden ist und dass er den Maximen, unter denen er angetreten war, immer gefolgt ist, als Mensch, als Christ und als Soldat. Werte Gäste, liebe Spähfamilie, wir gedenken heute am Grab von Hans Langsdorff, den Toten der Schlacht am La Plata, auf deutscher wie auf britischer Seite. Wir gedenken der Toten jenes mörderischen Krieges von Terror und Vertreibung. Wir gedenken, liebe Kameraden, all jener, die über die vielen Jahre ihre persönlichen Treuschwur gefolgt sind, aber ihre letzte Reise antreten müssen, wie man bei der Marine sagt. Wir verneigen uns vor den Toten.